Ah, wir kommen zurück zu Risen, dem Spiel mit dem Titan, der... Schwarzpulverbett. Wir müssen einfach Leute plündern, bevor wir mit irgendjemandem reden. Ich nehme übrigens nicht an, dass der... Hier ist Crow. Mal sehen, ob er noch wieder aufsteht. Crow. Ein Prisennehmer. Und ein Kristallkopf? Korsanschwert? Duell-Ding. Den benutze ich ja gerade. Ein Entermesser. Piraten sind Prisennehmer. Eine gerade Klinge mit einer Schneide. Auch hervorragend geeignet, um Tau und Seil zu kappen. 35 bis Dings ist dann eigentlich genauso wie der Piratensäbel, oder nicht, oder? Naja, nee, er macht mehr Hiebwaffen-Boni. Ha. Na gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht auch so die falschen Leute hier anlabe. Toll, jetzt ist das Vieh genau auf die Leiche von dem einen Typen hier gefallen. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich. Also man muss sagen, also die Krieger der Shaganumbi. Skinner, Häutungsmesser. Skinner hat ein Häutungsmesser bei. Trank des Rituals, ein Speer erhalten. Haben die nicht mal ihren Speer gezogen? Die haben nicht mal ihren Speer gezogen. Bark hier? Hey, das ist doch mit seinen Speer in der Hand gestorben, oder nicht? Da hinten ist noch ein Schwert. Also das, also, weiß nicht, habe ich mich irgendwie auch so überlevelt? Also der ganze Kampf war halt ziemlich unspektakulär, ne? Also das ging jetzt alles halt irgendwie... Ging jetzt schon schnell, ne? Wurfwaffe. Ein alter, mächtiger Speer. Ich brauche ihn im Kampf gegen Mara. Ja. Warte mal, hätten die normalen Speere auch so funktioniert, dass die immer wieder da sind? Nö. Das... Nö. Nö. Also wenn du einen normalen Speer wegwirft, dann ist er weg. Also das dauert relativ lange, bis das Teil wieder da ist. Also er ist jetzt auch nicht so unendlich mächtig, der Speer. Außer halt gegen, im Kampf gegen Titan. Vielleicht ist viel looten? Nö. Gut. Well. Na denn, Männers? Ihr habt anscheinend alle überlebt? Ich hab Hunger. War klar. Boah. Später. Tja, Venturo, was sagst du? Du hast es geschafft. Du hast dieses Monster getötet. Ja, wir haben vor allem den Crow besiegt und das hat nicht mal besonders lang gedauert. Also ich hätte irgendwie gesagt, ich hab ja Crow quasi rausgefokust, weil der Titan stand halt irgendwo im Hintergrund. Und dachte so, naja, die Fleischdecke jetzt als erstes umzuhauen könnte, ist wahrscheinlich am leichtesten. War anscheinend genau richtig, die haben ja gar nichts ausgehalten, ne? Naja. Ist hier noch irgendwas? Komm ich da echt nicht hoch? Oh, schade. Na, was soll's. Gucken wir nochmal diesen wunderschönen Tempel hier, ob es hier noch nicht irgendwas Schönes gibt. Von uns holen können. Wie? Ich brauche jetzt die Jadestatue und ich habe leider alle verballert. Siehst du, den anderen Tempel der Shaganumbi habe ich auch noch nicht geplündert. Das kann ich jetzt eigentlich auch mal machen. Fassung? Ach, das war der Kristallschädel, den ich zwischendurch gefunden habe. In Crows Besitz. Oder? Wahrscheinlich, oder? Oder habe ich jetzt noch was anderes? Linke Hand. Oh Mann, ey. Na, dass keiner von denen irgendwie gute Ausrüstung droppt. Perlorin. Nö. Gutes Amulett könnte ich noch gebrauchen. Nö. Nö, 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 nö. Naja, gut. Das war das. Sarkophag. Wir finden ein Idol. Na, no, das können wir gut gebrauchen. Aber hier ist noch ein... Crown gestoned? Stone war ein anderer Captain, ne? Schmuck des Kriegers. Ritual plus 15. Besiegt ein Krieger einen ehrenhaften Feind, wird ihm zu Ehren solch ein Schmuck angefertigt. Das Ritual plus 15 wäre bestimmt total gut, aber wir machen halt kein Ritual, ne? Tja, ne? Noch ein Idol und ein Saphir. Naja, gut. Denn... Wie diesen Indiana Jones Move jedes Mal aufs Neue macht mit... Wir stellen das da drauf, wir stellen das da drauf. Ich weiß nicht, warum ich jetzt tiefer in den Tempel gehe, weil eigentlich sollten wir nur einen Titanspeer haben. Den können wir uns jetzt eigentlich verziehen, wir haben ja nicht alles, was wir brauchen. Hm. Ja, ne? Oh, schön, dass man die Toten beraubt. Aber muss ja eigentlich keiner wissen, wenn ich nur die Idole klaue, weiß er... Nein, nein, ach, Junge.
kann die Idole, glaube ich, eh nicht verkaufen. Ah ja. Wäre irgendwie klüger, wenn das Gitter andersrum oder wäre, oder? Dann würde man nämlich nicht sehen, dass da in seiner Tür ist. Ah, was weiß ich schon. Na gut, gut. War doch eigentlich recht profitabel, das Ganze hier. Kann eigentlich echt nicht meckern. Also die Operation war im Gesamten eigentlich ein voller Erfolg, ne? Der Titan der Erde liegt jetzt hier irgendwie rum. Hat das Ding hier eigentlich immer mal eine Decke gehabt? Die Balken sehen so ein bisschen so aus. Das ist jetzt hier meine Leben. Ich nehme an, meine Männer sind schon weg. Nö, sind noch da. Gucken uns den Titan an. Ja, da wir jetzt die Leiche hier nicht looten können, weil die anscheinend direkt da drunter liegt. Ich hab. Ja, sicherlich. Hatten wir immer auch mal. Ich müsste irgendwie immer noch erwarten, zum Beispiel Schani. Hast du den ganzen Krach hier veranstaltet? Ja, genau. Während ihr in Ruhe das Fass geleert habt, habe ich die Titanenharpune besorgt. Gut, dann brauchen wir nur noch die anderen Artefakte. Was? Wenn wir Mara besiegen wollen, brauchen wir 4 Waffen. Die Titanenharpune hast du. Ich habe das Amulett der Erde. Jetzt holen wir uns die anderen beiden Artefakte. Wat? Es gibt noch mehr Artefakte. Das hat aber keiner vorher gesagt. Hast du das Amulett bei dir? Nein, ich habe es gut versteckt. Wir werden es holen, wenn wir die anderen Artefakte haben. Woher weißt du das alles? Hast du jemals vom legendären Schatz des Wassertempels gehört? Nein. Ich war einer von 4 Kapitänen, die die Lage des Tempels kannten. Wir hatten beschlossen, gemeinsam den Tempel zu plündern und den Schatz zu teilen. Und als wir gerade dabei sind, alles einzusacken, wacht diese Hexe Mara auf. Hat wohl im Tempel geschlafen oder sowas. Ich dachte, sie greift uns an, weil wir ihre Sachen gemobst hatten. Aber sie wollte, dass wir alles behalten und für sie arbeiten. Crow hat sofort zugestimmt. Aber ich habe mich hier widersetzt. Das hat die alte Hexe wirklich wütend gemacht. Das kann ich dir sagen. Sie hat mir sogar den Kraken auf den Hals gehetzt. Das Amulett habe ich natürlich behalten. Was ist mit den anderen beiden Artefakten? Das besprechen wir, wenn wir auf dem Schiff sind. Jetzt erzählst du mir erstmal, wie du Crow fertig gemacht hast. Mit der Flinte? Ja, warte mal, ich will es aber noch nicht sofort zurück. Ich wollte jetzt endlich erstmal nochmal... Oh, das Spiel ist abgestürzt, oder? Oh, kommt hier noch was? Ich wollte eigentlich erstmal nochmal kurz zurück zu Sebastiano und so. Kurz Bericht erstatten. Ich meine, wir sind ja immer noch ein treuer Soldat. Letztes Mal hat er sich wieder gefangen in so einer Situation, wo ich das hatte. Ich warte mal kurz ab. Es wäre vor allen Dingen auch gerade ein doofer Zeitpunkt zum Abstürzen, weil das ist halt, könnte unter Umständen nochmal genauso nochmal abstürzen, ne? Ja, aber ansonsten, wir haben... Ja, bei den Chaganumi hätte ich ja auch gerne mal vorbeigeguckt. Obwohl, wahrscheinlich da nicht allzu viel zu holen ist. Außer wir könnten doch, die haben auch noch so einen kleinen Heimattempel. Den hätte ich tatsächlich noch leer räumen können. Da sind ja noch... Da waren ja noch so ein paar lustige Menschis. Die wir... Also im Tempel stand ja noch diese eine Wache rum. Und den können wir bestimmt noch über den Haufen schießen. Und wenn wir das machen, dann würde ich damit rechnen, dass wir eigentlich, so an und für sich, hätten wir bestimmt noch ein paar Schätze, die wir dann mitnehmen können. Und das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Ah, ich fürchte, das Spiel hat sich jetzt komplett verabschiedet und wir müssen jetzt doch nochmal neu starten. Ach, Menno. Das ist echt nervig. Ich hasse es, wenn das passiert. Na, komm, jetzt hier. Spiel. Aus. Aus. Taskmanager, bitte, danke. Ach, Mann, ey. Du hast ihn mit seiner eigenen Harpune erledigt? Das ist gut. Potzblitz! Nein! Mein Schiff! Mein Schiff! Verfluchte Hexe! Ah! Ah! Oh!
Wir kämpfen später. Vater. Mara, das Miststück hat mich erwischt. Nicht reden. Wir kriegen das wieder hin. Es war mein Fehler. Ich habe das Amulett genommen und Mara geweckt. Das Amulett? Wo hast du es versteckt? Garcia, die anderen Kapitäne. Du musst sie finden. Schon gut. Antigua, du musst nach Antigua. Slane, er hat den Dolch. Ei, ei, Captain. Patty, meine Liebe. Mit mal der Hut. Sein Hut. Den sollten wir nicht hier liegen lassen. Nimm du ihn. Gut. Ich schwöre, ich werde nicht eher ruhen, bis dieses Miststück tot ist. Und wenn ich dafür bis in die Hölle segeln muss. Ich bringe sie um. Mein Vater hat einen Weg gefunden, dieses Miststück zu vernichten. So wie es aussieht, brauchen wir dafür die 4 Waffen, von denen er sprach. Wir kommen hier nicht weg. Wir haben kein Schiff. In Puerto Isabella liegt die Black Betty. Wir sollten mit Sebastiano reden. Gut. Geh du voran. Ich folge dir. Ruhe im Frieden. Oh, Black Betty. Vater. So. Was? Damit könnten wir an der Küste langfahren. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Aha. Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen. Okay, wir haben wieder Patty bei. Schön. Judy, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Achso, hier oben. Hier war ich doch schon mal. Na gut, Ja, das heißt, die ganzen Leute, die auf dem Schiff waren, sind wahrscheinlich jetzt auch tot. Was kann denn sein Hut, fragen wir mal so. Stahlbartshut. Einschüchtern plus 10! Oh, Dieser Hut gehörte den großen Piraten Stahlbart. Ja, damit komme ich ja immerhin auf Einschüchtern 14? 40 wahrscheinlich, oder? Ich habe jetzt Einschüchtern 20 und ich habe 2 Sachen. Ich habe den Ring und das Ding. Ich habe 5700 Ruhm. Reicht das für irgendwas? Ich könnte Feuerwaffen leveln, aber es bringt mir halt leider gar nichts. Ich könnte Härte leveln, dann werde ich tatsächlich genug einschüchtern, aber Einschüchter 45 war vorhin so der Skillshell, der so gereicht hätte. Na gut, dann ist Stahlbart dann wohl tot. Aber es musste ja irgendwie so kommen, wir haben uns ja irgendwie den Cap verpflichtet und das ging ja so irgendwie nicht weiter. Na gut, dann teleportieren wir uns mal hin, warte mal, vorher ziehe ich mich aber mal eben nochmal um. Ich bleib mal bei Silberzunge, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass bei Sebastiano irgendwie... Ach, das ist so nervig. Ich brauche trotzdem mal eine andere Hose. Gerade die Hose finde ich halt richtig toll hässlich, ne? Pernoringe. Ich sehe auch noch nicht, dass das mir Kollege schon... Ach, das ist ein Amulett tatsächlich. Naja. Dass mir Sebastiano ein Schiff zur Verfügung stellt. Dann bin ich mal sehr gespannt. Ach, guck mal, der Tempest wäre tatsächlich ein Schnellreisepunkt gewesen. Dann kann ich wahrscheinlich frei zwischen den Regionen hin und her reisen, oder? Gibt's hier nicht irgendwas Neues? Er steht wieder da mit seinem Essen. Ich hab Hunger. Junge, du hast gerade ein halbes Huhn in der Hand. Ich hörte... Ei. Und? Was ist jetzt? Ist es hier sicher oder werden die Titanen kommen und das Land zerstören? Aber das ist so. Momentan sind wir sicher. Dann ist noch nicht alles verloren. Das ist gut. Ja, hier, ich hab Wein. Hier, hast du noch eine Flasche. Danke. Ich finde 100 Gold pro Flasche ist halt voll gut, ne? Das, kann man nicht vorstellen, dass das Zeug so viel wert ist, tatsächlich. Ich habe wirklich viel... Naja, wirklich viel zu tun. So. Läuft das jetzt eigentlich darauf hinaus, dass ich das Schiff jetzt klaue? Später. Martinus macht mich auch nicht mehr. Oh. Da haben wir doch so viel durchgestanden gemeinsam. Na, Judy.
Alles aber ja kein Problem eigentlich im Großen und Ganzen. Wir lösen das Problem hier noch. Zeitig im Verzug. Alcazar? Du bist zurück. Wie ist das gelaufen? Captain Crow ist erledigt. Die Männer haben alle überlebt. Wenn du es nicht getan hättest, hätte ich mir Crow vorgeknöpft. Kommandant Sebastiano wartet bestimmt auf einen ausführlichen Bericht. Ich werde schon mit ihm sprechen. Ja. Aber warte mal. Warum mit Sebastiano reden? Nee, die Truhe kriege ich in 1000 Jahren nicht auf. Aber diese hier, die braucht auch Schlossknacken 65. Ich habe da jetzt relativ viele. 5700? 8000 kostet Level 7. Oh, na gut, und vielleicht kriegen wir von Sebastian noch ein bisschen XP zugechastet, dann läuft das auch wieder. Hallo Sebastiano, grüß dich. Ich habe die Titanenwaffe. Jetzt brauche ich ein Schiff. Nicht so schnell. Ich habe den Hohen Rat über deine Mission informiert. Mit großer Sorge wurde zur Kenntnis genommen, dass Kommandant Carlos dich ohne Befehl losgeschickt hat. Es wurde entschieden, die Mission zu beenden. Aber ich hab's geschafft. Auch dieser Fall wurde in Betracht gezogen. Diesbezüglich habe ich neue Befehle erhalten. Wir werden Puerto Isabella nicht verlassen. Und du wirst uns die Waffe übergeben. Was? Natürlich, Kommandant. Wir haben eine Chance, Mara zu besiegen. Wir müssen sie nutzen. Du kennst nicht alle Einzelheiten. Der Hohe Rat hat guten Grund zu warten. Bring die Waffe zur Waffenkammer unten am Hafen. Sprich mit Benito. Er soll sie wegschließen, bis der Hohe Rat entschieden hat, was damit zu tun ist. Hör mich jetzt nicht. Das klingt ja sowieso, als würden wir gleich das Schiff klauen wollen, oder? Tja. Sieht so aus, als wenn wir hier nicht so schnell wegkommen. Ich hab's gehört. Komm, wir gehen runter zum Hafen. Und lassen die und lassen das Schiff und packen die Waffe in die Waffenkammer bei Benito. Aber das kann ich. Man kann den Speer doch anscheinend jederzeit wieder zurückteleportieren. Ich kann ihn also in die Waffenkammer packen, 3 Meter weit gehen, das sollte ich vielleicht vorher testen, weiter gehen und dann das Ding wieder zurück in meine Hand warpen oder nicht? Weil das ist ja irgendwie gebunden, die Waffe. Gewissermaßen. Ich habe ja Crow. Ich habe das Ding ja nur von Crow gekriegt, weil ich ihn danach getötet habe oder nicht. Oh, hier ist ein schwarzer Alterner. Krieg safe. Ist das hier Benito? Nee, das ist nicht Benito. Benito war, glaube ich, der andere. Bleib einfach schön bei mir. Ehrlich, das ist. Wir werden sowas von das Schiff klauen. Du willst nicht ernsthaft diesem Schwachkopf die Titanenharpune überlassen? Nicht wirklich. Das ist gut. Ich habe nämlich einen Plan. So? Wir kapern das Schiff. Ja. Red weiter. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir müssen die Wachen loswerden. Das machen wir am besten zum Schluss. Vorher müssen wir die Kanonen sabotieren, damit sie uns nicht hinterherballern, wenn wir aus dem Hafen segeln. Wir müssen darauf achten, dass genug Wasser an Bord ist. Und wir brauchen natürlich eine Crew. Uns fehlen noch 2 Leute. Zu viert sollten wir in der Lage sein, die Black Betty zu steuern. Ja, aber warte mal, ich habe ja schon den einen Piraten. Ich habe ja den Smoothie hier schon. Na gut, das Wasser, da müssen wir bestimmt die Molukken dazu bringen, das rüberzutragen, oder? Wie viel Wasser brauchen wir? Genug für ein paar Tage. Wir können es wohl kaum selber an Bord schleppen. Das dauert zu lang. Du musst dafür sorgen, dass das Schiff beladen wird. Und wie soll ich das anstellen? Lass dir was einfallen. Darin bist du doch ganz gut, kleiner Held. Tja. Was ist mit der Crew? Hast du keine Freunde bei der Inquisition? Einer wird doch dabei sein, der was taugt. Wenn du jemanden gefunden hast, bring ihn her. Bist du wahrscheinlich Venturo, ne? Wie können wir die Kanonen sabotieren? Nimm dir ein paar rostige Nägel und hau sie in die Zündlöcher. Dann sind sie nur noch so gefährlich wie ein Suppenlöffel. Hier! Gut, ich kümmere mich darum. Welche Kanonen muss ich sabotieren? Soweit ich das überblicken kann, gibt es 4 Kanonen, die unsere Flucht verhindern. Die 3 Kanonen im Hafen und eine auf dem hinteren Turm beim Haupthaus. Wenn es dir gelingt, die zu sabotieren, kann uns nichts mehr passieren. Tja. Ich habe den Piraten aus dem Turm befreit. Worauf wartest du dann noch? Hol ihn her. Hä? Er treibt sich garantiert noch in der Nähe der Stadt herum. Ja, bestimmt in der Nähe der Stadt. Ja, aber also ich sehe hier irgendwie jetzt Probleme am Horizont. Na gut, erstmal Venturo anheuern. Sieh an, da bist du ja. Ja, trink mal ein kühles Bier. Du hast es dir verdient. Also, was ist da draußen passiert? Sie hörte sich an, als wäre ein Schiff auseinandergebrochen. Das war Mara. Sie hat Stahlbarts Schiff versenkt und den Käpt'n umgebracht. Mara? Hier an der Schwertküste? Nach dem Angriff ist sie verschwunden, aber wir haben einen Plan, wie wir sie besiegen können. Dann passiert jetzt endlich mal was. Ich bin zur Inquisition gegangen, weil ich gegen die Titanenlords kämpfen wollte.
Bisher haben wir nur beobachtet und gewartet. Jetzt haben wir die Chance, selber zuzuschlagen. Sebastiano will, dass wir abwarten. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, sich der Inquisition anzuschließen. Tja. Lust auf eine kleine Reise? Hast du ein Schiff aufgetrieben? Wo ist es? Ich dachte an die Black Betty. Aber ich dachte, der Kommandant will... Hey, Moment mal. Du willst ja nicht das Schiff klauen. Wenn wir hier sitzen und warten, ist unsere Chance, Mara zu erledigen, vielleicht vorbei. Oh Mann, du willst das wirklich durchziehen? Hilfst du mir? Schätze, hier werde ich sowieso nicht mehr gebraucht. Also gut, ich bin dabei. Wie kriegen wir Wasser aufs Schiff? Jedenfalls nicht auf offiziellem Weg. Ohne Befehl von Sebastiano geht Miguel nicht mehr aufs Klo. Also? Wir wenden uns an Sophia. Die Arbeiter hören auch auf sie. Und sie ist empfänglich für kleine Spenden. Ah ja. Gut, na ist doch schon mal schön.